In dieser Stadt gibt's einen Park, der liegt zentral und ist gepflegt. Und wenn es schön ist, sind die Bänke bis zum letzten Platz belegt. Nur die Wiesen sind leer. Und wenn man danach fragt, hört man, das Liegen in den Wiesen ist behördlich untersagt. Und wenn man trotzdem versucht, sich dort auszuruhen, dann bekommt man es mit der Polizei zu tun. Ja, wir dürfen das Gras nicht beim Wachsen stören. Wir dachten schon, die Wiesen würden uns gehören. Und letzte Woche war im Park ein Riesenevent von einer Firma, die so groß ist, dass sie jeder kennt. Die durften in den Park alles niederplanieren und dann tagelang ihre Produkte präsentieren. Als sie weg waren, war die Wiese vollkommen zerstört. Ja, ja, jetzt wissen wir wohl, wem diese Wiese gehört. Und seitdem nur für den Fall, dass jemand fragt, ist in der Wiese liegen wieder behördlich untersagt. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Denn ich mache meine Rotweinsauce mit Zweigelt und Madeira-Wein und dämpfe das Gemüse ganz behutsam. Ich sortiere aus der Pilze und gebe frischen Campo-Pfeffer rein. Im Backrohr halte ich derweil den Sud warm. Meine Frau macht ihre Rotweinsauce mit Pinot Noir, da lach ich ja, den Dämpfeinsatz hat die noch nie verwendet. Früher ließ ich sie noch kochen, doch als ich das Drama sah, hab ich ihre Ambitionen schnell beendet. Ich koche selber, ich sage es stolz und laut, ein besserer Mann als ich ist niemals da gewesen. Sie hat Jamie Oliver nur angeschaut, aber ich hab ihn gelesen. Und deshalb hab ich einen Mörser. Kann man es essen? Nein. Kann man es trinken? Nein. Na dann ist es wohl Kunstscheiße. Ist es ein Möbel? Nein. Eine Maschine? Nein. Na dann ist es wohl Kunstscheiße. Kann man es anziehen? Nein. Kann man es brauchen? Nein. Na dann ist es wohl Kunstscheiße. Hat es irgendeinen Sinn? Nein. Dann muss es wohl Kunstscheiße sein. Am Schluss ruft niemand Zugabe, weil niemand eine will. Und der scheiß Keyboarder spielt tatsächlich C7 statt C-Moll. Es war sein letzter Gig mit uns, das ist Rock'n'Roll. Wir gehen traurig von der Bühne, Backstage ist es kalt und leer. Die Stimmung ist am Boden und der Wirt gibt nichts mehr her. Keine Gage, keine Groupies, kein Applaus, kein Alkohol. Das ist kein Vergnügen, das ist Rock'n'Roll. Danke sehr.